Hallo, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den Stromverbrauch einer solch rollbaren mobilen Heizung in einer Stunde. Das Ding selber heißt eigentlich Ölradiator. So heißen die Dinger heutzutage. In diesem Ölradiator ist ein Öl. Das ist ein Thermalöl, welches dann per Strom geheizt wird und die Heizenergie an diesen Raum abgibt. Ich habe in der Vergangenheit schon mal ein Video gemacht, das blende ich euch mal eben oben ein. Dort teste ich den Stromverbrauch von einem solchen Heizventilator, wie viel verbraucht der in einer Stunde. In den Kommentaren habe ich dann aber gelesen, die spalten sich hier in zwei Lager. Das eine Lager sagt, total überflüssiges Video, weil das kannst du dir einfach selber ausrechnen. Ja, richtig, das stimmt. Das andere Lager hat geschrieben, boah, super, wusste ich gar nicht, wie viel Strom so ein Ding verbraucht. Und dementsprechend, wie sieht es bei einem solchen Ölradiator aus? Zum Ausrechnen müsst ihr wissen, wenn ihr hier dieses Gerät habt, das ist ein 2000 Watt Heizöfchen. Ihr braucht, um den Wert zu ermitteln, eigentlich nur eine einzige Zahl. Und zwar in eurer Stromrechnung steht die. Ihr müsst wissen, was zahlt ihr pro Kilowattstunde an euren Stromanbieter. Ich habe hier einen Festvertrag, ich zahle 33 Cent. Das heißt, 2000 Watt Leistung, 1000 Watt sind 1 Kilowatt. Bei 2000 Watt braucht der in einer Stunde 2 Kilowatt. 2 mal 33 Cent sind 66 Cent, kostet das Ding hier in einer Stunde. Wie sieht es denn aber hier bei einem solchen Ölradiator aus? Weil der wird ja nicht die volle Stunde durchlaufen. Der wird sich ja wahrscheinlich, wenn er die Wärme erreicht hat, erstmal abschalten. Und da bin ich mal gespannt. Das Ding hat in der Spitze hier 1500 Watt und die werde ich auch voll ausnutzen und lasse das Ding einfach mal für eine Stunde laufen. Ich habe hier wieder meine Maistrom-Messdose. Die hat für mich den Vorteil, die kann ich A über die Handy-App aus- und einschalten. Und in der Handy-App ist mein Tarif hier, die 33 Cent, was ich ja gerade schon mal erwähnt habe, pro Kilowattstunde in der App hinterlegt, sodass ich das Messergebnis hier in Zeit und in Euro sofort sehen kann. Die, wie gesagt, kann ich hier per App aus- und einschalten. Noch ist hier ausgeschaltet. Ergo, Schlägereien, das ist die erste Voraussetzung. Und dann können wir die Heizung jetzt erstmal hier hochdrehen. Stufe 2 ist ein bisschen mau. Nein, wir wollen ja volle Leistung haben und beide Schalter schon mal einlegen. Aber wundert euch nicht, sie ist noch nicht ein, weil die Steckdose noch nicht eingeschaltet wurde. Und nachdem die Vorbereitungen getroffen sind, wird es jetzt Zeit, dass wir mal die Handy-App öffnen. Maistrom, da ist sie, Stromverbrauch, da gehen wir mal rein. Hier haben wir die Auswertung, da können wir mal genauer eben hier rein hineinschauen und ihr seht oben 0,0, wir haben aktuell noch nichts verbraucht. Und jetzt gehe ich einmal wieder zurück und kann hier die Strommessdose, den Stromverbrauch oben einschalten. Und das machen wir auch jetzt mal und jetzt können wir sehen, eingeschaltet ist sie und hier sind die Kontrollleuchten angegangen. Ich warte eben kurz, bis wir hier den ersten Verbraucher angezeigt haben. Wie gesagt, das ist ein Radiator, der jetzt auf 1500 Watt maximal eingestellt ist. Dementsprechend sollte jetzt hier auch gleich der Stromverbrauch von 1500 Watt in der App angezeigt werden. Und solange warten wir eben noch, bis wir jetzt hier gleich, da haben wir 1500 Watt. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier in genau einer Stunde wieder, das heißt um 9.37 Uhr und dann schauen wir mal, ob das wirklich so stimmt, was ich vorher ausgerechnet habe. Tja, 9.37 Uhr haben wir hier, eine Stunde ist rum. Ich würde sagen, wir öffnen mal die Maistrom-App und dann schauen wir mal nach. Aktuell ist er wieder im Heizen. Aber achtet mal hier oben drauf. Wir haben angefangen mit einer Temperatur von, 21,6 Grad. Jetzt haben wir hier 23 Grad. Die Maistromdose hat auch einen Temperaturfühler drin. Das Ding ist hier fast einen Meter entfernt. Das Ding strahlt eine Wärme ab. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Passt auf, wenn ihr so ein Ding im Raum habt, das Ding wird heiß. Kinder. Haustiere, nicht, dass die sich hier verbrennen. Aber jetzt schauen wir mal nach, wie es hier aussieht. Ich öffne mal hier den Stromverbrauch und schalte jetzt erst einmal diese Stromdose ab. Und jetzt gehen wir mal hier in die Auswertung hinein. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Und wir sehen,
24 Cent hat eine Stunde Heizen mit diesem Ölradiator gekostet. Das ist deutlich weniger, als ich eigentlich erwartet habe. Aber wir sezieren jetzt einfach mal hier dieses Ergebnis. Ich blende euch das etwas größer einfach mal ein. Und hier seht ihr jetzt das gesamte Diagramm der letzten Stunde. Ich würde sagen, ich ziehe das aber noch mal ein bisschen größer ran für euch, weil wir konzentrieren uns hier nur auf die Spitzen. Und hier seht ihr das Ganze jetzt etwas genauer. Nach dem Einschalten braucht er erstmal Energie, um das Gerät aufzuheizen. Wenn der die Temperatur erreicht hat, schaltet der über den Temperaturfühler erstmal das gesamte Gerät aus. Nach kurzer Zeit hat er nochmal nachgeheizt und der Intervall wurde immer weniger. Der hohe Ausschlag, den ihr hier seht, da war ich nämlich einmal kurz auf der Terrasse und habe die Terrassentür aufgelassen. Da musste er etwas stärker nachheizen. Das heißt, das Gerät läuft nicht die ganze Zeit mit 1500 Watt durch. Der schaltet immer wieder ab, wenn er seine Temperatur erreicht hat. Tja, und was ziehe ich jetzt hier für ein Fazit aus diesem Video? Ganz einfach, wenn ihr einen Raum habt, den ihr aufheizen wollt, zum Beispiel Dachboden, Keller oder was auch immer, ist so ein Ölradiator eine ganz gute Alternative. Der hat für mich hier den ganz großen Vorteil, der schaltet ab, da liegen diese 1500 Watt nicht die gesamte Zeit an, nur wenn der merkt, ich muss geheizt werden, dann holt er sich die 1500 Watt. Ich setze euch mal unten in die Videobeschreibung einige Links zu Amazon. Da könnt ihr euch ja, wenn ihr wollt, so einen Heizlüfter kaufen. Das wäre dann nicht der identisch diese. Den habe ich mir von einem Kumpel für dieses Video ausgeliehen. Den muss ich gleich wieder zurückbringen. Aber unten gute Alternativen. Wenn euch das Video auch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den YouTube-Kanal TV Solution abonnieren würdet. Einfach oben auf das Abonnierzeichen drücken. Und kleiner Tipp, hier gibt es nicht nur Videos rund um das Thema Heizung, nein, E-Scooter, Balkonkraftwerke, Speicher für Balkonkraftwerke, Handwerk, Do-It-Yourself-Videos, alles vertreten, für jeden bestimmt etwas dabei. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video doch einen Daumen hoch, dann würde ich mich auch unwahrscheinlich drüber freuen. Und wie gerade gesagt, den Kanal, YouTube-Kanal TV Solution, den doch bitte gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.